aber nicht qualifiziert bei den Trials. Und dann der Vize-Weltmeister, Justin Gatlin, der derzeit am nächsten dran ist an Usain Bolt. Nicht wirklich nahe, aber am nächsten von allen anderen Konkurrenten des schnellsten Mannes der Welt. Justin Gatlin, schon Olympiasieger 2004 in Moskau, ist er 9,85 gelaufen. Seine Bestleistung steht bei 9,79 aus dem Vorjahr. Er ist hier der Favorit. Dann haben wir noch Ryan Bailey, der fünfte der Olympischen Spiele aus dem Vorjahr aus den USA. Vielleicht der gefährlichste Herausforderer von Justin Gatlin auf Bahn 6. Das ist Nickel Ashmead aus Jamaika. Fünfter in Moskau mit 9,98. Im Semifinale war er sogar der schnellste mit 9,90 persönliche Bestleistung. Und mit der Staffel hat er natürlich auch Gold geholt mit Bolt und mit Carter. Dazu noch ein Mann, der unter 10 Sekunden schon gelaufen ist. Gabriel Mwumbure aus Simbabwe, 9,98 in diesem Jahr. In Moskau bei der WM hat es für das Semifinale gereicht. Aus den Vereinigten Staaten Calicio Newman. 10,07 persönliche Rekordmarke. Und schließlich noch ein Olympiasieger aus Großbritannien. Und zwar über die 4x100 Meter in Athen 2004, Mark Lewis Francis. Also 9 Mann in diesem 100-Meter-Sprintfinale dabei. Die Favoriten Justin Gatlin auf Bahn 4 und Nickel Ashmead auf Bahn 6, USA gegen Jamaika. Er ist ein Superstarter, war auch im WM-Finale 40, 50 Meter vorne, aber konnte in dieser Startphase Usain Bolt zu wenig abschütteln. Bolt war ja auch im Gespräch hier für das Meeting in Linz. Aber die 250.000 Euro Startgeld, die Jamaikas Wunderläufer jeweils fordert, die waren nicht aufzubringen. Set. Guter Start wieder von Justin Gatlin, der da schon wieder die Nase knapp vorne hat. Jetzt kommt Ashmead auf, aber es reicht im Finish nicht. Es geht wieder an Justin Gatlin. Verpasst hier zwar den Linz-Rekord, den Google-Rekord von 9,94 von Davidson Esinba, dem Nigerianer, der nächstes Jahr dann schon 20 Jahre alt wird. Zwar deutlich, aber auch ein Meter Gegenwind für die Sprintasse im A-Finale. Ja, gute Show bei Regen und kühlen Temperaturen. Ja, der Start, der ist beeindruckend bei Gatlin. Kleine, kurze Schritte, lange bleibt er mit dem Kopf unten, richtet sich erst so bei 30 Meter auf und dann hat er schon einen gewissen Vorsprung herausgelaufen und er kann dann auch nochmal den Gang höher schalten und gewinnt hier ganz souverän in 10,08. Vize-Weltmeister von Moskau, also siegreich hier auf der Google. Nick Ashmead aus Jamaika, Platz 2 in 10,17. Keston Bladman aus Trinidad, 10,27. Und Jeff Demps aus den USA, 10,29.